Ja, liebe Eselfreunde, weiter geht's, Diablo. Bei Diablo 3 natürlich. Krollo ist wieder dabei. Panikbeutel ist Ja. wieder weg. Jedenfalls, ja, auch aus dem Teamspeak gerade. Oder hat sich gemutet, ist ja auch egal. Wir machen jetzt direkt weiter mit Tyrael ansprechen. Bevor ich sie getötet habe, hat mir Magda gesagt, dass die kaiserliche Wache Lea gefangen genommen hat. Aber beim Außenposten von Kasim hat sich herausgestellt, dass die Wachen Belials Schlangendämonen sind. Dann müssen sie den Kaiser gegen seinen Willen festhalten. Ich erschauere, wenn ich daran denke, was Belial mit Lea und ihrer wachsenden Macht anstellen könnte. Unsere einzige Chance, Lea zu retten, ist es, den Kaiser den Klauen der kaiserlichen Wache zu entreißen. Ashara von den Eisenwölfen kann uns zum Kaiser bringen. Ich werde mit ihr sprechen. Ja, ich werde mit ihr sprechen. So schaut's. Dann sprechen wir mal. Ach so, müssen wir. Können wir da irgendwie wieder hin? Für uns Ja. teleportieren ein bisschen? Oder? Da sind wir doch schon. Ach so. Na gut. Schaut euch mal an, wie riesig dieser Barbar ist. Ja. Schaut euch mal an, wie riesig dieser Barbar ist. Wenn er sei. Nein, lassen wir das. Ashara, der Kaiser und meine Freundin sind in ernster Gefahr. Ich muss in den Palast gelangen. Ich habe von euren Taten am Außenposten von Kasim und in Alkarnus gehört. Mein Dank gehört euch und ich werde euch helfen. Hauptmann Rava, dieser Mann hat äußerst wichtige Informationen bezüglich des Massakers in den Grenzgebieten. Wir müssen unbedingt den Kaiser sprechen. Na schön, aber ich glaube nicht, dass er dafür empfänglich sein wird. Lasst Ist sie mir doch passieren. egal. Dann gehen wir mal durch. Tore von Caldeum. Wieder schöne Musik, muss ich sagen. Gehen wir. Ich führe euch zum Palast. Guter Einwand. Ich muss meine mal wieder anmachen hier. Muss mal annehmen. Ja. Entschuldigung. Desktop. Wie kühn von euch, um eine Audienz bei mir zu bitten. Meine Wachen berichten mir, dass ihr für das Massaker an den unschuldigen Bürgern von Alkanus verantwortlich seid. Bullshit. Glaubt diesen Lügen nicht. Was in Alkarnus geschehen ist, war das Werk von Magda und ihrem Zirkel. Sie dienten Belial. Wenn ihr unschuldig seid, warum schleicht dann einer eurer Spione in der Kanalisation herum? Bringt sie herein! Lasst mich los! Ich verabscheue Gewalt. Wachen, ich überlasse dieses Problem euch. Ja, dann kommt mal her. Meiner Wächser. Weißt du, der erinnert mich an so einen Typen aus Game of Thrones. Ich weiß nicht, ob du die Serie guckst oder liest oder irgendwas. Leider bin ich dazu noch nicht gekommen. Ich wollte es nochmal machen, aber ich muss wohl noch warten. Du wirst es auf jeden Fall, wenn du es gesehen, gelesen hast, wirst du auf jeden Fall wissen, wen ich meine. Ja, den Blonden. Genau, den kleinen blonden König. Mir fällt nur der Name nicht ein. Ich spoiler jetzt auch nicht weiter. Ich sag jetzt dazu gar nichts mehr. Ich würde mich jetzt schon wieder fast was verraten. Wie? Ja. Hier? Ja, ich hätte jetzt fast was gesagt. Ja, oder demjenigen, der das hier sieht. Und vielleicht die Serie auch noch nicht gesehen hat. Gott! Aber so. Ja, sowas soll es geben. Sollte ja vorhanden sein. Weil ich schäme mich richtig dafür, dass ich es noch nicht gesehen habe. Aber ich muss warten, bis das auf Amazon Prime kommt oder so. Ach so. Nee, musst du nicht. Jetzt kannst du ja auch ein anderes Dings jetzt holen. Gibt's ja, es gibt ja diese, das wollte ich jetzt ausprobieren, diese ganzen Probemonate bei den neuen tollen Sachen wie Netflix oder den alten tollen Sachen wie Watch Ever und so. Weiß nicht, ich bin nicht so ein großer Fan von Probemonaten. Kannst du halt direkt löschen, also das heißt löschen, direkt kündigen, wenn du abschließt. Ja. So kompliziert. Na gut, ja, das wollte ich nämlich jetzt machen. Kannst du mal sagen, quasi durchprobieren, die ganzen Sachen und mir dann am Ende vielleicht sogar entscheiden, einen von denen dann eben zu nehmen, von den Sachen. Ja, bei mir sieht das immer anders aus. Ich gewöhne mich dann zu sehr dran und hole mir das, obwohl ich mir sonst nicht geholt hätte, deswegen lasse ich es lieber gleich. Okay. Nee, ich will halt alle durchprobieren, weil ich bin eigentlich mehr so der. Ich gucke sehr wenig Serien. Also ich gucke schon ein paar, aber halt sehr wenig. Ich bin aber eigentlich mehr so derjenige, der dann immer mal wieder einen Film gucken will. Statt, also zwischendrin so, weiß nicht, so alte Filme oder sowas. Und, irgendwie bei Amazon Prime, was ich ja im Augenblick auch noch hab,
ganz schnell nichts dafür zahlen muss. Da gibt, muss man ja immer so ganz viel Geld noch bezahlen, wenn man solche Filme sehen will, so ganz neue Filme. Also extra nochmal, so 2 Euro oder sowas. Hier geht es in die Kanalisation. Ja. Ja, finde ich total bescheuert. Wozu bezahle ich denn eigentlich 17,99 Euro oder wie viel das kostet, die ich jetzt nicht bezahle, weil ich's ich habe pro Monat bzw. Student, aber egal. Ich habe theoretisch. Meine Mutter Adria gefunden. Sie lebt. Ja, du kannst ja nicht einfach alle Filme für so einen Apfel und ein Ei verdingen. Naja. Oh. Bist du noch am Laden? Nee, ich bin gerade am Fertigkeiten durchgucken. Beziehungsweise ich habe einen Hammer gefunden. Ich hatte nicht gemerkt, dass ich verloren habe. Die Verfluchten entstanden, als sich vor Jahrhunderten eine nekrotische Seuche in Kijistan ausbreitete. Die Befallenen mussten voller Schrecken mit ansehen, wie ihr Fleisch schwarz fetten Hammer wurde ich jetzt. Und abstarb. Selbst die stärkste Medizin konnte den Verfall nicht verhindern. Oh, was ist das? Letztendlich verfielen sie in Hammer. Hier, guck mal, Hammer. Da. Und ihre Körper wurden in vergessenen Orten aufgeschlagen. Ja, und ganz viele Knochenkrieger sind hier hinten. Ich weiß nicht, wieso du schon weitergelaufen bist, aber ich hau die mal. Was, das sind Knochenkrieger? Knochenkrieger. Niemals. Sind heimtückische Plagegeister, halt ich für ein Gerücht. Die sich in den Oasen rund um Chaldeum eingenistet haben. Sie sind für ihre schmerzhaften Bisse bekannt und sind besonders... Guck mal, mal so zwei Nester aus, weil brauchst du Hilfe? Wo kamen die denn her? Man sagt, dass roher Aal bei der Oberschicht Chaldeums zur Delikatesse geworden sei. Doch ich versichere euch, an diesen Gerüchten ist nichts dran. Na, eben noch eine Fertigkeit hier. Ich mein, ja, der gut, der. Zorn des Berserkers, muss ich mal ausprobieren, was macht das? Werdet die Manifestation Gewalt, geballter Wut. Nice. Gefällt mir! Hallo. Schatzgoblin, Schatzgoblin! Hallo. Oh oh, da komme ich nicht durch. Schnapp dir den Schatzgoblin, ich spring dir hier weg. Ja, jetzt ist er weg. Nein, nein, hier ist er doch noch. Ach, da ist er. Ah. Ist er da hingekommen? Ich hab hier gerade. Oh, jetzt guck mal hier, jetzt bin ich ein Super Saiyajin. Super so, Saiyajin! Ist das? Davon nennt das immer den Weihnachtsmann. Ja, das ist ja fast dasselbe. Der Weihnachtsmann als Super Saiyajin ist das. Nicht genug Wut. Nicht genug Wut. Hier, verpest diese Leichen nochmal mal kaputt. Ja. Oh, ganz viel Gold. Ui. Goldner. Ich brauche mehr Zeit. Oh, da wurde ich weggeschlagen. Was bist du denn? Weiß wissen. Nur die talentiertesten Magier können Skelette für Frechlinge hier. Man braucht viel Macht, um diese großen, schlanken Konstrukte aus ihren instabilen Reagenzien zu formen. Bis meinen Eisstrahl. Und noch viel mehr, um die Beschwörung aufrechtzuerhalten. In den Händen eines Meisters können diese Wächter zu mächtigen Waffen werden, die dazu in der Lage sind, boah, ich hab voll viele Sachen gefunden, bis zum Ende aller Tage zu verteilen. Boah, was ist das, Nico? Was ist das? Boah. Boom. Oh, nice. Oh, noch ein fetterer Hammer. Ich hab grad eine neue Brustplatte für mich gefunden. Oh, ich habe eine Einhand-Axt gefunden, die auch nicht schlecht ist. Hm. Naja, brauche ich aber nicht. Okay. Oh, ein Ring. Ein Ring, der besser zu knechten. Träne gefunden, okay. Oh! Müssen wir denn lang? Müssen wir etwa wieder zurück? Ja, sieht ganz danach aus. Ich trinke mal eben heimlich einen Schluck Milch. Heimlich. Deswegen kündige ich das vorher an, damit es heimlich ist, weißt du? Ach so. Würde ja sonst keinen Sinn machen. Stimmt, hast recht. Ach, das ist Lea, die da die Pfeile schießt. Ich dachte, wo kommt der Pfeil her? Ja. Das ist geheim.
Massaker. Meine vorbildlichen Diener. Halte die Hexe am Leben, bis sie zu reden bereit ist. Schmerzen werden ihre Zunge lösen. Aber in Maßen. Hier geht's lang. Andrea sollte hier sein. Okay. Mal nach oben. Ja. Erzähl uns vom schwarzen Seelenstein. Yeah. Von den Dreien, mit denen die Horadrim die großen Übel gefangen hatten. Was ist der Zweck von diesem? Euer Meister Belial hat einen Grund, ihn zu fürchten. Ja, dann. Lass sie in Ruhe. Genau. Wollte ich gerade auch sagen. So ein bisschen epischer. Hallo, hier ist wieder Super Saiyan Weihnachtsmann. Meine Tochter, ihr kennt mich? Nein. Ich habe dich dein ganzes Leben lang beobachtet, aber ich habe nie gewagt, dir zu nahe zu kommen, um dich nicht in Gefahr zu bringen. Wir sind hier nicht sicher. Bewegung! Genau, Bewegung! Ach, da durch. Ja. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Bei mir nicht, bei mir nicht, bei mir nicht. Unmöglich. Unmöglich. Ich habe eine neue Waren. Halt die Fresse. Was? Nichts. Ich hab nichts gesagt. Ja, schlimm. Meine, ich hätte gehört, wer halt die Fresse gesagt. Nein. Quatsch. Nicht sehr nett, Nico. So, das sag ich nicht. Schäm dich. Magische Voodoo-Maske habe ich gefunden. Braucht der Steff bestimmt nicht. Steff braucht gar nichts. Eben. Viel zu gut aufgestellt. Ein bisschen weniger Schaden, ein bisschen mehr Heilung. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was lieber so rum? Was lieber so rum? Ich bin bereit, alle Zeit. Dann machen wir mal wieder direkt. Ich bin überrascht, dass Kane dir nie gesagt hat, warum ich gegangen bin. Oh. Verdammt. Warum ich gegangen bin? Er wusste, dass ich berufen war, die Herrscher der Hölle zu bekämpfen. Und ich wusste, dass er dich beschützen würde. Ich habe leider da aus Versehen auf das X gedrückt, glaube ich. Echt? Ja. Bin geschockt. Ich bin auch geschockt von mir selber. Ein magischer Schild. Trotz allem trage ich einen stylischen Hut. Da reden wir mal mit Lea weiterhin. Die Wachen haben euch nach diesem schwarzen Seelenstein gefragt. Ich erinnere mich daran, in Onkel Deckards Tagebuch von ihm gelesen zu haben. Aber er schien nicht wichtig zu sein. Oh, das ist er aber. Er ist der Schlüssel dazu, das Böse für immer zu besiegen. Er wurde von dem Magier Soltun Kul erschaffen, um Dämonenseelen einzufangen. Ja. Er war ein abtrünniger Horadrim, der von seinen Brüdern in Stücke zerhackt wurde, bevor er den Seelenstein aktivieren konnte. Sein Kopf wurde in der Oase von Dalgur versteckt. Wir müssen ihn holen. Denn wenn wir den Seelenstein benutzen wollen, um Belial und Asmodan zu besiegen, muss Soltun Kul wieder leben. Wir haben Leas Mutter, die Hexe Adria, gerettet. Sie berichtet von dem schwarzen Seelenstein. Einem Artefakt, das das Böse für immer vernichten könnte. Von allen Sterblichen wurde mir aufgetragen, ihn zu beschaffen. Von allen Sterblichen mir und der netten Hexe von nebenan. Mörder, Folterer, Monster. Welche netten Hexe? Mit diesen Namen, ich bin keine Hexe, Magierin. Blöde, fette Sau, du. Obwohl sie einen hohen Preis dafür zahlten, töteten die Magier den Zauberer für seine Verbrechen gegen die Natur
und versiegelten seine zerstückelte Leiche in einem Schattenreich. Geil los. Es scheint, ich habe noch hier so ein sie bisschen was zu hören. Könne zurückkehren. Also jetzt. Los geht's. Das ist ja widerwärtig. Ich habe gesehen, wie diese Frau in der Kanalisation ein- und aus... Das ist ja widerwärtig. Widerwärtig. Speicherpunkt. Kaiser. Hört mir zu. HK. Ich kann nicht lange reden. Billy als Wächter beobachtet mich ständig. Kaiser Hakan. Was tut ihr hier? Verzeiht mein Verhalten am Hof. Die Wachen hätten mich getötet, wenn ich für euch Partei ergriffen hätte. Aber ich werde euch jetzt helfen, so gut ich nur kann. Ihr seid sicher auf dem Weg in die Oase. Ich kann dieses Tor für euch öffnen. Okay, vielleicht ist er doch nicht wie der nette König aus Game of Thrones. Kaiser Hakan, Kaiser Hakan. Bist du es echt? Bist du es echt? Da, Kinder. Ja. Kinder greifen an. Gold, Gold, Gold. Oh, da kommt ein Betrogener. Und wie wurde denn betrogen? Weiß ich nicht. Hätte er dir vielleicht selber erklären können. Vielleicht von Bidial. Möglicherweise. Freue mich schon auf den Kampf. Ih, stechender Schwarm. Stechender Schwarm, Viecher. Zurück in die Hölle, Hund. Meine Zauberin geht voll ab. In die Hölle, Hund. Habt ihr das gesehen? Find ich ein bisschen schade, dass man das nicht hört, was der andere sagt. Ja. Das hätten sie ja besser machen können. Cut. Goblin. Ja, ich sehe es. Noch nicht bereit, meine Hiebe vernichten euch. Tot? Ja. Mein Barbar sagte dazu ganz passend: Meine Hiebe vernichten euch. Okay. Das war jetzt aber verdammt schnell für einen Schatzgoblin. Tja. Wir sind halt besser geworden. Seit dem letzten Schatzgoblin, der vor 2 Minuten da war. Vielleicht müssen wir nochmal die Schwierigkeit hochstellen. Hier ist noch ein Betrogener. Trüg mich doch nicht. Das ist gar keiner. Ich hab dich betrogen, also bist du der Betrogene. Also war doch ein Betrogener da. Damit habe ich dich dann doch nicht betrogen. Mist. Irgendwie Teufelskreis. Hier, eine aufgeblähte Leiche. Oh! Da! Hoch! Das Walrus-Manuskript beschreibt Asmodan als den besten Befehlshaber aller Dämonen, der die Engel schon oft in ewigen Konflikten in den Ebenen des Wahnsinns sowie die großen Übel im dämonischen Bürgerkrieg besiegt hat. Sollte der Herr der Sünde unsere Welt je angreifen, haben wir wahrlich... Bei mir läuft im Hintergrund gar Metal Gear Solid-Mucke. Ah ja. Müssten wir hier weiter? Ja, jetzt müssen wir hier. Oh, oh nein. Das nervigste Level der gesamten Gaming-Geschichte. Gut, dann warte mal kurz. Dann nenne ich nämlich so die nächste Folge, weil wir sind schon wieder 20 Minuten dran. Okay. Also dann bis nächste Folge. Ciao, ciao.